Ich habe es ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, das ist ganz gut. Allen Leuten fällt auf, dass es immer teurer wird. Mhm. Und was mich dabei besonders ärgert, ist nicht die Tatsache, dass das so ist. Das macht uns allen Sorge, sondern die Tatsache, dass wir immer seltener davon lesen, warum das so ist. Also ja, wir haben eine Krise, nicht die erste. Die Corona-Krise war auch eine, ob hausgemacht oder unausweichlich. Darum geht es am Ende nicht. Wir müssen sie bewältigen. Und Tatsache ist, dass der Ukraine-Krieg, so schlimm er ist und so betroffen er uns machen sollte und so oft wir über ihn diskutieren, nicht die Ursache für unsere massiv steigenden Preise sind. Wir hatten Inflation schon zu Beginn des Jahres und wir haben ein Geldmengenwachstum seit der Euro-Krise, seit 2008, also nun auch schon 20 Jahre her, wir haben eine Verdreifachung der Geldmenge seit Beginn der Euro-Einführung. Herr Bosbach wird sich erinnern, dass er zu denjenigen gehörte, die den Euro-Rettungsschirm schon damals abgelehnt haben und schwer unter Beschuss stand in der Union. Recht behalten hilft einem nicht, das wissen wir alle. Die Frage ist, was tun wir jetzt? Und damit wir herausfinden können, was wir tun, müssen wir über die Ursachen reden. Und die Ursachen sind, dass wir einen Währungsschuh anhaben, der uns in Europa unterschiedlich passt. Und Tatsache ist, dass wir diese Inflation nicht loswerden, wenn der Ukraine-Krieg vorbei sein sollte, egal in wie vielen Monaten oder Jahren das der Fall sein sollte. Der Euro ist im Eimer und wir werden uns überlegen müssen, wie wir mit diesem Problem umgehen. Und ich sehe derzeit leider ganz, ganz wenige Politiker, keine, die in Funktion sind, die willens oder in der Lage wären, den Bürgern darüber reinen Wein einzuschenken. Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn man Krisen bewältigen möchte, dann hilft es nichts, um den heißen Brei herumzureden. Da muss irgendwann jemand mal den Hintern in der Hose haben und sagen, da gibt es ein Problem, das gibt es auch nicht erst seit heute, das gibt es genau genommen seit der Kohl-Ära. Die meisten Politiker, die die Entscheidung getroffen haben, sind auch nicht mehr im Amt. Insofern wäre es ein guter Zeitpunkt zu sagen, wir müssen etwas gegen diese instabile Währung tun, weil wir sonst auf soziale Unruhen, Inflation, Geldentwertung und einen Verlust des Vertrauens in einen Wirtschaftsstandort zulaufen, der seinesgleichen sucht. Wir haben de facto bei der Währung italienische Verhältnisse und das nicht erst seit heute. Und wenn wir jetzt so tun, als könnten wir das laufen lassen, dann werden wir erleben, dass die sozialen Spannungen auch möglicherweise die Gefahr vor weiterem Extremismus nicht nur in anderen Teilen Europas, sondern auch in Deutschland zunehmen. Herr Bosbach, nachdem Sie jetzt hier schon so viel Lob bekommen haben von Herrn Stöckel, ja, Frau Petri, die sagt, wie toll Sie prophezeien, was würden Sie denn jetzt tun, wenn Sie Kanzler wären? Das ist Sache der Europäer. Das wollen wir ihm nicht wünschen. Nein, jedenfalls nicht in dieser Regierung. Das ist Aufgabe der Europäischen Zentralbank. Es war die Aufgabe der Deutschen Bundesbank, die Währung stabil zu halten. Es war die Aufgabe der Europäischen Zentralbank bis zur Stunde. Und das Unglück nahm in dem Moment seinen Lauf, als man geglaubt hat, eine Überschuldungskrise. Die Euro-Krise war im Kern eine Überschuldungskrise. Dadurch lösen zu können, indem man immer höhere Kreditrahmen macht. Das kann nicht funktionieren. Es hört sich jetzt verwegen an, aber es ist so. Die Schuldenlast Griechenland ist heute trotz Schuldenschnitt von über 100 Milliarden Euro höher als zu dem Zeitpunkt, als die Krise ausbrach. Griechenland hat eine höhere Schuldenlast als damals. Allerdings tragen die Risiken mittlerweile nur die europäischen Steuerzahler und nicht mehr die privaten Anleger. Deshalb spricht darüber keiner. Dann wurden die Zinsen auf Null gesenkt. Das ist süßes Gift. Du musst natürlich die Schulden tilgen, aber du zahlst keine Zinsen mehr dafür. Wir sprechen hier über hochverschuldete Länder, die zu Zeiten der eigenen Währung bei Krediten, die der Staat aufnahm, 7, 8, 9, 10, 12, Griechenland 14% gezahlt. Wie schlimm ist denn die Lage, wenn jetzt ein Bürger fragt, ich jetzt Bürgerin? Ja, ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass die Ukraine-Krise damit überhaupt nichts zu tun hat, aber sie wird gerne herangenommen, um alles zu erklären. Und das ist nicht richtig. Im Warenkorb sind die Energiepreise natürlich ein nennenswerter Faktor, die sind deutlich gestiegen. Aber Lebensmittel natürlich auch. Rohstoffpreise auch, die Lebensmittel auch. Also, ich fürchte, die Europäische Zentralbank hat nicht mehr viele Instrumente, weil wenn sie die Zinsen erhöht und wenn sie die Zinsen erhöht, kommen ja die Staaten, die früher 7, 8, 9% bezahlt haben für Staatsanleihen, in große Schwierigkeiten, wenn sie nur 2% für Staatsanleihen zahlen müssen. Ich fürchte noch etwas anderes, dass wir nämlich in eine Lohnpreisspirale hineinlaufen. Machen wir uns mal nichts vor. Die Gewerkschaften werden aber satte Lohnforderungen stellen,
Warum? Damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht noch mehr Einbußen hinnehmen. Ja. Und wir, gerade die, die besser verdienen, rufen den anderen fröhlich zu, da müssen wir mal den Gürtel enger schnallen. Viele können den Gürtel überhaupt nicht mehr enger schnallen. Deswegen kann ich verstehen, dass die Gewerkschaften sagen, aber ordentlich einen Schluck aus der Pulle. Und dann werden die Arbeitgeber, die das bezahlen müssen, versuchen, die höheren Kosten über höhere Preise umzulegen. Und dann setzt sich diese Spirale in Gang. Weiter. Aber nationale Maßnahmen alleine werden wir nicht ergreifen können, wenn sie erfolgreich sein sollen. Das gilt auch für den Tankrabatt. Das ist ja ein Schuss in den Ofen. Kostet viel Geld. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Mineralölkonzerne das weitergeben oder weitergeben wollen. Und dann gucken, was die EZB macht. Weil wir hatten ja heute auch die Geschichte, der Teuerschock, auch mit Blick auf die Lebensmittel. Wie prekär ist denn die Lage? Die ist eigentlich prekärer, als es sich im Augenblick noch anfühlt. Der Euro ist ein Problem, weil er ein europäisches Währungskonstrukt ist, was so nicht wirklich funktioniert. Das andere Problem, was wir haben, ist, dass sowohl Amerika als auch Europa eine falsche Währungspolitik in den letzten Jahren gemacht haben. Erst die niedrigen Zinsen, süßes Gift, ganz gutes Bild. Es lohnt sich einfach, Kredite aufzunehmen, weil man kriegt Geld einfach quasi umsonst. Es gab sogar Negativzinsen. Da sagen wir selbst Finanzminister, es ist viel besser, ich nehme einen Kredit auf, als dass ich spare, weil ich kriege dann noch was obendrauf, wenn ich einen Kredit nehme. Das Problem ist, diese Entwicklung jetzt wieder einzubremsen, haben sowohl Amerika zu mehreren Billiarden schweren Konjunkturpaketen gegriffen, haben also wieder schuldenfinanziert Geld in die Volkswirtschaft gepumpt, der keine Wertschöpfung gegenübersteht. Das haben wir auch gemacht. Wir haben über die Corona-Krise notgedrungen und richtigerweise versucht, das abzufedern. Aber auch da haben wir Schulden gemacht und haben dann Kurzarbeitergeld gezahlt. Wir kommen von dem Ast jetzt so schnell nicht runter. Und wenn wir jetzt die Zinsen anziehen, dann wird ein sehr viel höherer Schuldenberg verzinst werden. Und ich kann mich noch erinnern, in den letzten großen Schuldenjahren hatten wir etwa 42 Milliarden Schulden, die wir, also Tilgung, die wir pro Jahr zu zahlen hatten. Das ist ein ziemlicher Brocken, da kannst du viele Kitas für bauen. Die zahlst du dann nur an die Banken. Und das wird jetzt langsam zurückkommen und die Volkswirtschaft weiter abwürgen. Und das andere, was Herr Bosbach gesagt hat, stimmt natürlich auch. Die Preise gehen durch die Ukraine-Krise in die Höhe, weil plötzlich Verknappung bei Weizen oder anderen Rohstoffen da ist. Aber nicht ursächlich. Aber wir haben durch die Corona-Krise und nochmal durch diesen Krieg wirklich dramatisch vor Augen geführt bekommen, wie schlimm es ist, wenn wir abhängig von anderen sind. Das heißt, wir werden De-Globalization, hieß das bei der Frühjahrstagung des Währungsfonds so schön, wir werden die Globalisierung ein Stück entkoppeln und wir viel versuchen, eigene Produktionen, also auch wir werden versuchen, Medizinprodukte mehr in Deutschland herzustellen, wir werden Elektronik versuchen herzustellen. Aber damit kann wir nicht, das ist aber alles teurer, als wenn wir billige Arbeitsmärkte in Asien bespielen und uns von denen abhängig machen. Das heißt, wir werden auch da in eine weitere Preissteigerung reinlaufen. Ich glaube, man muss fairerweise sagen, dass Herr Bosbach den Finger an der richtigen Stelle in die Wunde gelegt hat. Es wäre gut, wenn wir uns entkoppeln könnten. Aber das, was Deutschland mal konnte zu Zeiten der D-Mark, dass wir nicht nur eine unabhängige oder eine, sagen wir, eine vergleichsweise eigene Währungspolitik machen konnten und damit auch Kapital angezogen haben und ein guter Investitionsstandort war, das haben wir, gebracht. Das haben wir zweifelsohne. Aber seit Einführung des Euros haben wir eine Kapitalflucht aus dem Euroraum. Und diese setzt sich natürlich fort, wenn wir mit dauerhafter Inflation in möglicherweise zweistelliger Größenordnung leben müssen. Und das ist eben nichts Neues, was, glaube ich, verstanden wird. Moment, sind wir ja bei 7,9% ja, nicht zweistellig. Aber genau, wir sind doch nicht zweistellig, aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Und es gibt einen entscheidenden Unterschied zu früheren Jahren mit hoher Inflation. Wir sind, wie richtig gesagt wurde, bei einer Null-Zinspolitik. Und normalerweise ist die Zinspolitik das Einzige, was die Fed erhöht, was die Zentralen, ja, alle erhöhen. Alle, die eine eigene Währung haben, erhöhen. Und wir müssen mal schauen, wir haben im Euroraum Inflationsraten bis zu 20% im Baltikum, wo die Wirtschaft vergleichsweise gut läuft. Wir haben aber in Staaten außerhalb des Euros, in der Schweiz 3%. Das ist für die Schweiz viel. Aber im Vergleich zu Deutschland, Frankreich oder dem Baltikum ist das inzwischen eine vergleichsweise lächerliche Inflation. Das heißt, überall dort, wo man noch Währungspolitik für das Land betreiben kann, hat man ein bisschen mehr Handlungsspielraum. Man hat ähnliche Probleme, weil die Finanzpolitik überall ähnliche Fehler gemacht hat. Immer eine Überschuldungsproblematik. Die große Immobilienpleite 2008, 2009, Lehman Brothers, wissen wir wahrscheinlich alle noch. Das sind alles ähnliche Probleme gewesen und die waren
waren nie nur auf ein Land begrenzt. Die Frage ist nur, sind wir in Europa heute mit dem hehren Ziel, uns gegenüber China oder anderen Märkten als Gegengewicht aufbauen zu können, überhaupt noch in der Lage zu agieren? Und gerade das Thema Investitionen hat in Deutschland jetzt schon in einem Maße abgenommen. Wir sind längst abgehängt von den großen Tech-Firmen. Wir sind längst nicht mehr der Weltmarktführer bei vielen Produkten, wie wir es gerne aber wären. Aber was die Familienunternehmer betrifft, sind wir immer noch Weltmarktführer. Wir haben ganz viele Mittelstandsunternehmen. Und warum? Weil der Mittelstand funktioniert halt lange. Aber wenn wir jetzt über die falsche Währungspolitik, naja, meistens ist es Wertschöpfung und Handel ist schön und richtig, aber ohne Wertschöpfung geht es nicht. Absolut. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, den Mittelstand zu stabilisieren, und da meinen wir den Mittelstand an Arbeitnehmern genauso wie den Unternehmermittelstand, und das kriegen wir nur hin durch eine solide Währungspolitik, dann werden wir das bisschen Substanz, was noch da ist, in Europa weiter verlieren. Und deswegen müssen wir uns fragen, wo ist die Lösung? Steigen wir ein in die italienischen Verhältnisse, in denen wir schon drin sind, genau genommen, oder gibt es eine Bundesregierung oder gibt es Politiker, die sagen, nein, das wollen wir nicht, das ist nicht unsere Gesellschafts- und Finanz- und Wirtschaftspolitik. Und ich warte auf die, die sich da hinstellen. Es ist offensichtlich, dass ich die italienische Lösung nur so mittelgut finde. Aber eins ist auch klar, weiter zu sparen und die schwarze Null anzustreben, während alle anderen das Geld ausgeben in Europa, wird Deutschland auf einer anderen Ebene zum Verlierer machen. Das heißt, entweder sagen wir, machen uns ehrlich, wir machen italienische Verhältnisse und geben Geld aus und inflationieren, so wie das Südeuropa jahrzehntelang getan hat, oder wir gehen einen anderen Weg. Aber diesen Weg werden wir dann nicht mit allen gemeinsam gehen können. Das heißt, de facto, perspektivisch, muss es einen Währungsschnitt geben und ein Teil des Euroraums also würden Sie wird in einen, zu D-Mark wollen? Nein, nicht unbedingt zu D-Mark, aber es wird, wenn man das täte, und das wäre ein gravierender Schritt, aber es wäre ein Schritt, der das lange Elend der Inflation beenden würde irgendwann, dann müsste man sich Partner suchen, aber die gibt es. Denn es gibt außerhalb von Deutschland noch ein paar Länder in Europa, die unter der 60% Verschuldungsgrenze liegen, die wir uns eigentlich im Euroraum mal versprochen haben. Aber es sind nicht die großen Länder und Deutschland ist leider auch nicht dabei.